Rontex Let's Plays. Und was ist mit mir? Sei ruhig. Herzlich willkommen zu einem, zu einer kleinen Challenge, sag ich mal. Und zwar, ich hoffe, das ist so laut genug, wenn ich das so mache. Weil ich muss Lautstärke einstellen, weil. Ja, ich kann das. Ich kann mit dem Camtasia nicht den Ingame-Sound aufnehmen. Was ich ja eigentlich machen wollte, aber das geht irgendwie nicht. Muss ich über Lautsprecher machen. Auch wenn sie es scheiße anhört wird. Auch wenn sie es nachher scheiße anhört wird im Nachhinein. Aber ja, muss ich gucken. Ja. Machen wir mal Start hier. Ich hoffe, das ist laut genug, wenn ich das so mache. Werde ich ja dann eigentlich sehen. Ich hoffe, das ist so laut genug. Weil. Ja, wir spielen im Kid-Mode. Das wird. Das Video wird hier eine Stunde gehen und ja, mal gucken. Alter, ist das laut. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Sonst wäre das echt blöd. Überlegt, ob ich das mit Facecam mache oder nicht, aber irgendwie, ja, wo soll ich hinklatschen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Alter, das klirrt aber laut, ey, meine Fresse. Alter. Oh, ich muss mal doch wieder leiser. Oh. Das war mir ein bisschen dezent zu laut, weil ich muss auch an meinen Nachbarn denken. In dem Falle. Wenn der Ingame Sound zu leise ist, dann tut es mir echt leid, aber. Ja, anders kann ich das im Moment nicht lösen. Ja. Was ist hier dran so besonders? Ne? Also, Breakout Game. Ist nicht so spannend. Ne? Ist nicht so spannend, ja. Aber mit meinen reingemachten Sounds. Die Sounds habe ich damals mal reingemacht. Und ja, um das ein bisschen lustiger zu gestalten, zum Beispiel das Furzen, das mit dem Ball, das habe ich auch extra reingemacht. Also ein bisschen extremer. Denn diverse Geräusche von Tieren. Und ja. Ist schon krass. Oder auch, ist schon lustig, was ich hier so reingemacht habe. Also, damals hatte ich ja auch nicht ganz so viel Ahnung von Spielen und so. Also, ja, umprogrammieren kann man es nicht nennen. Ich habe einfach nur den Sound, also die. Die Sounds einzelnen habe ich verändert, also ersetzt quasi. Und oh, ist eigentlich ganz lustig, ganz nett. Das werden wir jetzt eine ganze Stunde mal zocken. Wem es zu langweilig wird oder ist, ich werde das auch teilweise schneiden. Oh. Teilweise schneiden werde ich das dann auch. Werde ich mal wieder einen auf Emo machen. Wenn es zu langweilig wird, werde ich schneiden, auf jeden Fall. Und. Oh Mann. Zum Beispiel Scheiße. Zum Beispiel einzelne Passagen, die werde ich dann rausschneiden. Die extrem langweilig werden könnten. Das wird, glaube ich, gleich passieren.
Oder verschnellern. Je nachdem. Oh, brauchen wir gar nicht. Mensch, schön. Autsch. Das arme Glas. Das kann auch nichts dafür. Oh, ist das dein Ernst? Ja, nein, verdammt. Yeah! Muku! Oh, die Muku, die hat man gar nicht gehört. Weil es hier so laut ist. Oh, oh! Wow! Hilfe! Oh, nein! Alter! Was hier abgeht gerade. Alter! What? Wohin? Man weiß gar nicht, wohin mit den Balken. Das ist echt krank manchmal. Aber die Musik ist schön. Ich meine, den Ingame-Sound würde ich euch gerne präsentieren quasi, aber... Ja. Wow! Nicht schon wieder! Hilfe! What the hell? Wow! Oh Mann! Ist doch blöd. Ja, na toll. Jetzt krieg ich hier noch mehr. Alter. Lecco mio hier. Ja, jetzt geht er wieder sofort. Jetzt geht er nach vorne hier. Geh doch. Oh, Blumen. Die werde ich zerstören. Ja, ich habe gelitten, ich weiß. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluner? Ich weiß, der Spruch ist Asbach uralt. Der ist schon mindestens so alt wie das Spiel hier, aber... Das ist mir so Banane gerade. Hauptsache man hat Spaß. Spaß, Spaß. Das zählt. War. Nein! Alter, kaum angefangen geht's hier richtig los, ey. What the hell? Nein! Alter! Alter, was da abgeht gerade? Naja, jetzt nicht mehr so viel, aber... Aber gleich! Bäh! Kann auch einer mal... Dankeschön. Gleich klirrt's wieder. Dreh das mal ganz laut! So. Aua. Oh, ein Apfel. Wenn ich die Seite, also, ja, die eine Seite ein bisschen anknabbern würde, dann wäre es ein Apple-Logo. Nur in Rot. Haben wir den Nerdwurm da oben, Alter? Nerdwurm! Ja, ich dreh durch. Da müsst ihr euch nichts bei denken. Bäm! Los geht's hier. Nein! Scheiße! Ich meine, schön. Ist das Schönste, wenn der Ball unten in die Schlucht fällt, einfach. Das ist das größte Geschenk. Ach, wow, war das knapp. Der wäre beinahe runtergefallen, Alter. Der alte Knödrich hier. Der alte Knödel, der hier durch die Gegend fliegt.
Weißt du, das sind keine Bälle, die hier rumfliegen, das sind meine Hoden, weißt du? Deswegen sind es zwei gerade. Hier fliegen meine Hoden rum. Und es sind heiße Hoden. Ja. Was rede ich hier gerade? So unfassbar. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Yay, neues Level. Aua, 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 aua. Ah, das hört sich mal an. Das auch. Boah, das klirrt hier ohne Ende. Alter. Kann ich auch mal noch... Wow. Das hat gesessen. Bäh. Let's Play wird das hier nicht, also... braucht ihr keine Angst haben. Das wird nur ein Let's Test, sag ich mal. Um euch das mal zu zeigen. Was man mit ein paar Modifikationen noch machen kann. Und es gibt zwar noch ein Video von sowas, aber das ist extremst alt. Und da habe ich auch keinen. Da habe ich auch überhaupt nichts zugesagt. Aber wenigstens ist der Sound da zu hören. Ich finde die Musik auch schön, aber das hört man ja nicht so doll im Video. Was mir echt leid tut. Und jetzt habe ich ein bisschen, ja, gescheaten nicht, aber ist ja kein Cheaten, die fallen ja einfach so runter. Die kann man ja nutzen einfach. Bäh. Aber als Aufgabe würde ich mir in der nächsten halben Stunde, also ja, in der nächsten halben Stunde würde ich mir als Aufgabe nehmen, dass ich kein einziges Item nehme und nur, ja, versuche so klarzukommen. Obwohl, dann wird es wieder langweilig. Weil dann muss ich jeden Stein einzeln machen und das wäre ja auch blöd. Ah, stirbt! Ihr blöden Steine, stirbt! Ah. Ausrastmodus! Oh, schon durch! Na toll! So, dann machen wir mal den Challenge-Modus. Mal sehen, wie der wird. Ja, sieht ja schon mal ganz nett aus. Oh ja, oh ja, ja. Finde ich lustig. Wie viele Bälle da waren, das ist ja unfassbar. Alter. Achso, manchmal werde ich die Bälle auch, oder wenn ihr es nicht schon gesehen habt, ich werde mal einblenden, wie viele Bälle das sind. Das wird zwar im Video sehr aufwendig, aber für euch mache ich das auf jeden Fall. Weil manchmal kriege ich so viele Bälle, das ist unfassbar. Und deswegen mache ich das. Das war eine Muku. Also,
Ja, von 1 kriegt man ein Leben mehr. Jetzt wird der Balken... Oh, ich hab vergessen, das zu erklären. Ja gut, die Hälfte hat ihr schon mitgekriegt, dass man die Steine wegmachen muss. Die Karten sind sogenannte... Ja, sag ich mal, Power-Ups oder... Ja, die sollen einem helfen. Oder können einem helfen. Je nachdem. Gibt auch Power-Ups, die einen schaden. Aber in Kid-Mode ist das eher... Ja, wenig vertreten. Für die ersten 30 Minuten werde ich auch erstmal den Kid-Mode spielen und dann werde ich umschalten auf normalen Modus und dann werdet ihr auch ein paar Fails sehen. Ja, ein paar Fails werdet ihr auf jeden Fall dann sehen, weil das ist schon gelitten eigentlich. Ja. Zumindest manche Level sind dann sehr gelitten. Ich mache hier soweit ich komme. Im Kid-Mode und ja. Ja, gefailt habe ich ja bis jetzt auch noch nicht. Ist im Kid-Mode aber ganz normal. Das ist jetzt nicht so dermaßen schlimm. Und ja, hier failen, das ist auch... Hier im Kid-Mode zu failen, ist auch wie ein Schlag in die Fresse eigentlich. Zumindest für mich. Weil ich kann das ja gut! So. Sorry, wenn es übersteuert manchmal, wenn ich so rumrage, aber... Das kann ich nicht unterdrücken. Hier kann ich nicht abgehen. Wie ein Flummi. Flummi. Und dann gehe ich auf der Omi. Auf der Omi. Was? Nein. So. Ball. Yeah. Zwei Bälle. Yeah. Meine Hoden sind wieder da. Meine Hoden sind wieder da. Juhu. Jetzt ist Terrorhoden auf Doom, Alter. So. Terrorhoden auf Doom. Hashtag Terrorhoden. Hashtag Terrorhoden. Jetzt habe ich schon 4 Hoden. Nein, 3. 3 Hoden. 3 Terrorhoden, Alter. Und dann noch eine Terrorkanone dazu. So. Nein, ich bin nicht... Nein, ich bin eben nicht durchgedreht. Das war jemand anders. Ich finde die Musik echt cool. Nur schade, dass ihr sie nicht hören könnt. Mann, das ist doch blöd. Muss man aber durch. Da. So. Nein, ich bin nicht durchgedreht. Das war normal. Eine normale Rontex-Reaktion war das gerade. Also ich spiele das eigentlich ganz gerne. DX Ball Deluxe oder Super DX Ball Deluxe. Finde ich eigentlich ganz nett. Auch ohne diese Soundmodifikationen. Ist das ganz nett. Gerade auch von den Leveln her und so. Ich meine, ist zwar in der niedrigen Auflösung. Ich weiß, das Video wird in 720p oder ist in 720p hochgeladen, aber das wird dann aufgestockt. Noch ist es, also bei mir ist es eine Auflösung 800x600. Und das ist ja auch nicht so viel. Und ja,
Na komm schon, wegen den einen Mensch. Hallo, ich habe zwei Bälle hier. Los, Terrorhoden! Tackle! Mann. Wäre ein cooles Pokémon, so Terrorhoden, weißt du? Bei Pokémon machen die sowieso so viel Scheiße. Da können die auch mal so Terrorhoden machen. Los, Terrorhoden! Tackle! Ich will aber nicht wissen, wie die Terrorhoden aussehen bei Pokémon, also. Wäre wahrscheinlich sehr strange. Terrorhoden! So. Ja. Ja. Das ist ein Rammsteinkreuz in der Mitte. Also das ist ein Rammstein. Also in der Mitte, das lilane ist ein Rammstein-Logo. Was jetzt wieder weg ist. Werde ich aber einfügen. Sony Vegas Ahoy, würde ich mal sagen. Ja, jetzt habe ich mein Programm verraten. Was ich nutze. Für sowas. War aber eigentlich auch klar, weil anders. Es gibt nicht so viele Programme, womit man sowas alles machen kann. Bäm! Alter, der Schiss hat ja richtig gesessen eben. Zumindest ein Schluss. Ah, abräumen! Abräumen auf Doom! Ja! Steine killen! Nein, ich bin eben nicht durchgedreht. Das, ja. Ach so, wenn ich das jetzt nicht schon vorher gemacht oder gemeldet habe. Sag ich mal, ihr solltet das nicht auf Kopfhörer hören, weil gerade wenn ich so rumbrülle, es kommt nicht so gut. Nicht, dass ihr noch einen Gehörschaden kriegt, das muss ja nicht sein. Also hier nochmal eine offizielle Warnung. Bitte nicht auf Kopfhörer hören, das würde ich niemandem empfehlen. Niemanden. Bam. Ja, Steine killen, ja. Killt die Steine. Steine killen, die. Ah. Oh oh. Nein. Alter, was geht? Hilfe. Oh oh. Wow. Na gut, so viel ist das jetzt auch wieder nicht, aber oh, ein verloren. Alter. Ist das dein Ernst? Ich muss mal kurz Pause machen. Scheiße, Alter. Wenn ich den Ball da unten noch kriege, ne? Alter, dann rauche ich noch eine Zigarette, aber das wird nie im Leben passieren. Nein! Wusste ich's doch. Bei einer Raum könnte ich schon ganz gut gebrauchen, so. Mal ein Geheimtipp, wenn ihr das auch spielt. Und so ein, ich sag mal, Ballerbalken habt. Also ein Balken, womit ihr schießen könnt.
Da ist ja eigentlich immer die Maustaste für zuständig, die linke. Und so schnell klicken, wie ich das eben gemacht habe, kann man gar nicht. Also so schnell schießen kann man gar nicht, wie ich das eben gemacht habe. Ist ein Geheimtipp. Ja, je nachdem, wie ihr eure Maus nehmt, was sich sehr falsch anhört. Ich zum Beispiel habe die Maus mal mit links, so. Und mit rechts kann ich dann die Maustaste nehmen und dann mache ich mit zwei, und ich tippe dann mit zwei Fingern auf der Maustaste und kann dann doppelt so schnell schießen. Das ist mein Geheimtipp. Falls ihr das auch mal spielen wollt. Aua. Falls ihr das auch mal spielen wollt, ne? Also, ich glaube, zu klären, das ist doch das arme Geschirr. Aua. Das sind bestimmt Kristallgläser, die da kaputt gehen. Bestimmt sehr teuer, aua. Bestimmt sehr teures Porzellan. Ja, die Kristallgläser von Oma einfach. Und, ja. Aua. Ah, so macht man das. Terrorwumme! So. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Das heißt manchmal eigentlich immer. Eigentlich immer, wenn ich das spiele. Gleich ist die halbe. Also bald ist die halbe Stunde vorum. Vorüber. Wenn ich das hier durchgespielt habe, was weiß ich nicht. Welches Level sind wir eigentlich? Kann man das so sehen? Nee, ne? Nein. Mist. Ist blöd. Würde mal gern wissen, in welchem Level ich bin, ne? In welchem Level ich bin. Und, ja. Ah, Terror! Terror! Oh oh! Ah, noch mehr Terror! Ja! Noch mehr Terror! Juhu! So viele Bälle hier, Alter! Was geht? Alter, ich balle hier so rum und treffe nichts. Ja. So muss das sein, aber es ist immer noch nicht. Also jetzt ein abwechslungsreicher, so ein bisschen. Ich musste bis jetzt eigentlich noch nicht schneiden. Also. Ist das schon ganz gut. Habe ich weniger Arbeit. Ah. Naja. Na gut, umso mehr Arbeit habe ich die Zahl ja halt reinzusetzen, wie viele Bälle ich habe. Ah, zwei Bälle. Meine Fresse, die 8,17. Okay. Kopfjuck. So. Wow, das war perfekt. Ich meine, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man hier mit zwei Händen an einer Maus sitzt. Aber. Wow, 3D. Die Welt sieht 3D, ne? Ach, so. Also wer sich das Video angucken will, was ich damals gemacht habe, ist aber ohne sprachliche Sachen. Qualität. Ja, hm. Die ist auch nicht so berauschend.
Die FPS-Zahl ist auch sehr beschissen. What the fuck? Viel Spaß, Zukunfts-Rontex, bei den Bälle zählen. Ah. Wow! Halt! Moment. Lieber verehrter Vergangenheits-Rontex, ne? Was ich mir hier antue jetzt, ne? Oh! Komm, halt die Scheiße an hier! Guckt euch diese Dreckskacke hier an, die ich hier machen muss! Seht ihr diese Scheiße hier? Das sind ganzen Schnitte, die ich halt machen muss. Das sind alles diese ganz gelittenen Schnitte, die ich halt alles machen muss. Die ganzen Schnitte, die muss ich alles so machen. Muss ich alles so einfügen. Warte mal. Hab ich mich schon wieder verklickt hier? Nee. Ach nee, ich hab hier runtergescrollt. Ich musste dieses... Warte mal. Ich sehe das hier nicht. Diese Scheiße, die musste ich hier... Die musste ich hier runterziehen. Denn... Diese Kacke hier eingeben. Diese Zahlen. Das müsst ihr unten, der Apfel zählt da nicht. Und dann... Oh, dann muss ich gucken, dann muss ich das neu eingeben. Farbe einstellen, dies und das. Oh. Ah. Und das, ich bin noch nicht mal halb fertig, Leute. Ich bin noch nicht mal halb fertig. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Alter. Ich brauche eine Zigarette. Ah. Noch nicht mal halb fertig. Das ist doch krank, Mann. Alter, dafür will ich einen Daumen nach oben fürs Video. Für die ganze Scheiße, die ich hier machen muss. Nur wegen, weil da eine 02 und 016 und was nicht alles steht. Weil ich zähle die Bälle ja auch wirklich alle durch. Und mach das denn demnach. Und die hat runterfallen, die ziehe ich dann ab und so. Und oh, Alter. Das ist so aufwendig. Das ist so dermaßen aufwendig. Wir haben 16.26 Uhr. Wann habe ich angefangen? Ich glaube 13 Uhr habe ich angefangen mit dem Zeugs hier. 13 Uhr. Jetzt ist es 16.26 Uhr. Mann, 3 Stunden setze ich schon da dran. Häng mal noch 3 Stunden dran. Das sind 6 Stunden, nur um diese scheiß Zahlen da rein zu knallen. Alter, Vergangenheits-Rontex. Am besten, am liebsten würde ich dir richtig eine... Naja, muss ich durch. Ich... ein Video werde ich noch machen, also zwischenschneiden quasi. Das muss ich auch noch zwischensetzen, das Video, was ich jetzt gerade mache. Ein Video werde ich nachher noch machen, ich glaube, ich werde so gedamaged sein einfach. Alter, das glaubt ihr gar nicht, ey. Da. Da. 16.27 Uhr. Weißt du, 16.27 Uhr. Meine Fresse. Ich meine, gut, ich mag gerne mit dem Programm, ich mag gerne mit Sony Vegas arbeiten, aber
Das ist mir so aufwendig. Definitiv. Ich drehe schon durch. Ja, also... Ich glaube, nachher werde ich noch mehr rumragen. So weiter geht's. Alter, was hier abgeht. Komm! Nein! Alles verdoppelt. No! Alter, was hier abgeht. Hilfe! Alter. Oh, viereckige Lagritzschnecken. Lecker. Ich meine, Lagritze feiere ich ohne Ende teilweise. Esse ich extrem gerne auch. Und wie seht ihr denn das eigentlich mit Lagritz und so? Esst ihr Lagritz auch sehr gerne oder ist das eher nicht so euer Fall? Also ich finde Lagritzschnecken lecker. Das hat schon was. So Lagritzschnecken futtern. Das hat schon was. Das geht ja eigentlich relativ schnell hier. Yeah. Das soll es ja auch, weil... Ja, bei den Walkthroughs, den ich da gemacht habe, der einige Jahre her ist. Und wie gesagt, ohne sprachliche Begleitung erfolgt ist. Ja, da habe ich schon einiges gebraucht. So, ich muss erst mal Pause machen, ein bisschen schneiden. Ich komme gleich wieder, ich muss nur ein paar Geschäfte erledigen. Ihr wisst schon. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich muss mal was probieren. Geht das mit dem? Ja. Warte mal. Ob das immer noch geht? Warte mal. Scheiße. Ich meine, ja. Verdammt. Na gut, man kann nicht alles haben. Gut, machen wir gleich weiter. Geht sofort weiter. Entschuldigung, nochmal dafür. So, weiter geht's. Bam. Terror! Ja, so schnell beendet mein Level. Das ist doch supi. Ja. Also, ich werde auch gleich beenden. Nach diesem Level. Dann wird, weil die halbe Stunde ist ja schon längst um. Oder? Die halbe Stunde müsste schon um sein. Ich mache das Level noch fertig hier. Und dann, ja, ich hätte das Level anders fertig machen können, durch die Karte, die eben runtergekommen ist. Aber ich wollte es offiziell fertig machen. Nicht, naja, gecheatet würde ich jetzt nicht sagen. Ist ja ein Power-Up einfach. Was man nutzen kann, ist wie bei Mario Kart. Das kann man, so ein Power-Up, was man nutzen kann, wenn man will. Und... Das sieht so schön aus. Das mache ich auch noch. Entschuldigung! Entschuldigung!
Ne? Weil das so schön aussieht. Ich weiß doch nicht, wie ihr das seht, ob ihr das schön findet. Das Gebilde hier alles. Ob ihr das Video auch schön findet, ist auch wieder eine andere Sache, aber ja. Naja. Kann man sich ja angucken. Oh oh. Wow! Viel Spaß beim Zählen, Zukunftsromtex! So. Ja. Gut. Dann schalten wir mal um. Options. Kit Mode off. So, dann gehen wir Power-Ups. Und hier kann man denn sehen, was man denn. Hier gehen wir mal kurz durch. Hier kann man die Dings durchschneiden. Dann kann man, falls man Feuerdinger hat, kann man die explodieren lassen. Feuerball kennt man ja. Shooting Paddle kennen wir. Grab Paddle. Dann bleibt der Ball auf dem Balken quasi, wenn er wieder runterkommt. Hier kann man das Feuer verdoppeln. Hier kann man den Ball langsam machen. Dann kann man. Na gut, zeige ich lieber. Hier kann man Level überspringen. Hier kriegt man extra Leben. Hier wird man sterben, wie das Ding so aussieht. Hier wird der Ball klein. Hier wird der Ball schneller. Hier wird der Balken klein. Dann hier kommen die ganzen Dinger runter. Hier kriegt man 8 Bälle. Hier kriegt man einen großen Ball. Hier 2 Bälle. Hier wird der Balken kleiner. Hier wird der Balken größer. So. Was machen wir denn mal? Ich würde mal sagen, wir fangen mit Super an. Wir fangen mit Super an. Und ja. Ab hier gibt's Fails, Leute. So hatte ich das jetzt mal nicht in der Erinnerung, aber. Was soll's? Nein! Oh, Alter, was war das denn gerade? Oh! Was habe ich für gerade. Da habe ich extremst Glück gehabt, Leute. Extremst. Wie ich den Ball eben noch gekriegt habe, ist ein Wunder. Alter. Ah, es wird schon schwerer jetzt. Also Fails sind hier ein bisschen wahrscheinlicher, dass ich hier mal faile. Aber ich wollte jetzt nicht in der zweiten Welt schon failen. Alter, das war geil. Nein! Verdammt. Komm! Ja! Dritte Runde. Bam! Weil jetzt im. Das haben wir im Kid-Mode auch gemacht. Das waren ja die ersten Runden. Und da waren die gelben ja auch wegmachbar quasi. Jetzt sind das halt nicht. Sind das halt feste Steine, die man halt nicht wegmachen kann. Oh oh. Nein! Oh oh. Das wird kacke. Das wird kacke! Ich glaube, ich werde failen. Weil das hätte ich gar nicht machen dürfen. Weil die einfach so schnell sind, die Bälle. Das ist unfassbar, die auf die ja zu fangen. Gerade wenn der Balken so ein bisschen kleiner ist, ist das extrem schwer. Na, komm schon! Ah! Ich will den Fisch haben! Ja! Super! Ah, Alter. Nein! Boah, was geht? Alter, das ist schwierig. Hier kann ich ja eh nichts machen. Ja, ein großer Ball ist noch schlimmer. Nein! Warum habe ich einen großen Ball genommen? Boah! Scheibenkleister. Erster Fail.
Ein Fail haben wir schon mal gehabt. Also. Also doch nicht der einzigste bleiben. Boah. Boah. Die fliegen ja auch so beschissen, die Bälle. Ganz ehrlich, das ist ja unfassbar. Das geht gar nicht. Ah! Boah. Das wäre beinahe wieder passiert. Das ist unfassbar manchmal. Gerade wenn man auf schwer... Na, schwer nicht, aber... Wenn man auf normal spielt, dann... ist das ein bisschen gelitten. Zumindest in späteren Leveln. Das ja. Oh Mann. Fetzt doch mal so ein Ding weg. Genau. Genau. Warum nicht gleich so? Also hier muss man auch echt aufpassen, weil man nie weiß, wo der Ball als nächstes hinfliegt. Das ist unfassbar. Ja. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen schneiden, glaube ich. Weil sonst wird das ein bisschen langweilig. Alter, was macht der denn? Vor allem, wenn der hier schnell wird, dann hast du ein richtiges Problem, glaube ich. Oder dann hat man ein Problem. Weil der wird ja auch immer schneller, der Ball. So länger der im Spiel ist. Und das wird echt problematisch, wenn der Balken so klein, ja, halt so klein ist, wie der jetzt ist. Hat man da schon echt ein Problem. Und das ist scheiße. What the fuck. Alter, manchmal... Also hier muss man teilweise auch ein paar Reflexe beweisen können. Wow. Knapp. Alter. Aber jetzt wird er schon schneller. Jetzt dreht er schon langsam durch. Langsam dreht er schon durch hier, der Kollege. Wow. Wow. Nein. Ja, jetzt wieder zu schnell. Jetzt hat er die Endgeschwindigkeit erreicht. Und das ist schon gelitten. Ah. Gott hatte Erbarmen mit mir, Alter. Number 2. Ah, hier kann man echt failen. Ich meine, gut. Kann man hier auch aber auch verzeihen. Also, bei Kid Mode wäre das ja schon lächerlich. Huh. Board 7, Mensch, sind wir schon weit gekommen eigentlich. Ah! Leute. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Challenge? Na gut, die hatten wir ja eigentlich schon. Machen wir mal Fun. Fun ist immer gut. Seit wann gibt es lilane Wale? Vor allen Dingen, da wann erst zum einen. Seit wann gibt es lilane Wale? Zum anderen. Seit wann gibt es Wale, die auf dem Wasser schwimmen, nicht im Wasser? Vor allem,
auf der Wasseroberfläche. Die liegen quasi auf der Oberfläche. Das kann nicht mal ein Schiff. Wie geht denn das? Das ist so unlogisch. Ja, sorry, ich muss jetzt mal da rauchen. Oh, das ist so schwer, weil das ist so alles hier unten ist ja. Nein! Scheiße, fail. Aber hier kann ich echt viel failen. Nein, kein Miniball! Nein! Scheibenkleister. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, obwohl es geht eigentlich. Weil der Ball jetzt kleiner ist und der Balken quasi größer wirkt. Alter! Das war echt eine Scheißkonstellation gerade. Kleiner Ball, kleiner Balken, Alter. Da bist du mir sowas von gearscht, wenn du das hast. Zum Beispiel, zumindest die Verbindung zwischen kleinen Balken und kleinen Ball, da bist du echt gearscht. Ich versuche mein Bestes. Auch wenn der Ball jetzt schon wieder schneller wird. Wie man eigentlich schon gemerkt hat. Zumindest ich merke, dass er schneller wird. Ah, so schön! Wow, wie hab ich den denn gekriegt? Alter. Ah, jetzt hat er die Endgeschwindigkeit erreicht. Jetzt muss ich das mit einer Hand machen, weil ich mit einer anderen Hand die Zigarette halte. Und ich mir das nicht zum Verhängnis. Wow, ist mir jetzt nicht zum Verhängnis geworden. Oh, mein Handy ist geladen. Gut. Handy aufladen ist auch schön. Nebenbei. Ja. Nein, ich nehme keinen kleinen Ball. Das ist wie ein Fehler. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass ich diese Runde schon wieder failen werde. Oh oh. Ich meine, gut, zwei Bälle sind schön, aber... Ja! Super! Das Spiel ist gnädig mit mir. Oh, die Arche Noah. Wie süß. Ha, der Löwe hat keine Mähne mehr. Ist der Löwe weg. Danke, Löwe hat seinen Kopf verloren. Auch super. Die Musik ist schön. Ich mach mal kurz lauter. Die Musik ist einfach nur schön. Ich kann jetzt aber nicht leiser machen, weil... Ball. So. Ja. Ah, ein großer Ball. Sehr schön. Obwohl, ich habe einen kleinen Ball. Ah, scheiße. Eigentlich nicht gut. Das ist eigentlich eher weniger gut. Oh, jetzt wird er schon wieder schneller. Nein! Alter. Ich glaube, die Runde werde ich hier nicht überleben. Weil wenn ich so einen kleinen Balken habe und der Ball so groß ist, Alter, dann habe ich Probleme.
Dann habe ich echt Probleme. Nein! Scheiße! Nein! Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Alter, wenn der schneller wird, dann habe ich echt Probleme, Leute. Nein! Nein! Ja, das ist gut. Oh. Na! Wow. Knapp. Ja! Perfekt. Das war scheiße. Oh, jetzt wieder schneller. Ah, Hilfe! Oh, jetzt habe ich noch ein Leben gekriegt, das ist super. Das Spiel, das mag mich. I like that. Wow! Alter, was... Alter, was hier los ist? Was hier los ist einfach? Alter, jetzt hat er schon Endgeschwindigkeit. Oh, das Spiel mag mich, Alter. Das Spiel mag mich einfach. Aber jetzt habe ich einen langsamen Ball. Das ist super. Das Spiel mag mich. Mäh. Ich werde es mal lauter machen, dass ihr es auch hört, das Mäh. Ne? Ich kann das nur nicht zu laut machen. Weil die Nachbarn, die werden sich sonst bedanken. Ja. Das LP ist auch bald wieder vorbei. Ja, LP nicht, aber ist auch gleich wieder vorbei. Ein paar Fails habt ihr ja gesehen. Aber die, wie ich sterbe nicht, das ist irgendwie blöd. Vielleicht überziehe ich auch ein bisschen, bis ich dann wirklich sterbe. Und ja, mal gucken. Na komm. Jetzt könnte er. Jetzt würde ich das sogar okay finden, wenn er doch schneller werden würde. Alter, das ganze Mäh. Das ist irgendwie geil. Mäh. Komm! Aha, komm schon! Komm schon, Baby! Komm schon! Ah, es wird wieder schneller. Was ich eigentlich auch nicht schlimm finde, ne? Kann ruhig schneller werden. Habe ich nichts dagegen. Aber bei sowas habe ich was dagegen. Ah. Na komm! Nein! Ich meine, wow. Das war knapp. Schade, dass ich euch den Soundtrack so nicht zeigen kann, weil der ist einfach... Der ist einfach super. Ich finde ihn schön. Wow. Gut, den machen wir noch. Den Level.
Vielleicht noch einen nächsten. What the fuck? Wenn ich jetzt nicht sterbe, dann machen wir noch einen nächsten. Wow. Wow. YOLO! Oh oh. Wow, Alter, Leute, was ist hier los? Alter. Das ist Skeleton. Skeleton mit den Balken und die schnellen Bälle. Wow. Oh, Weihnachten, das passt doch jetzt. Mensch, das ist November. Das passt doch zu Weihnachten. Das ist ja super. Aber lustig, wie Tannenbäume einen Tannenbaum bilden. Irgendwie lustig. Na komm, yeah, man. Wir rocken den Shit. Das wird gerockt. Aber immer noch kein Tod. Ist ja unfassbar. Bisher ist halt noch kein Tod kassiert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Ja, ja, ja. So ist das. Ich nehme auch mal einen Mini-Ball. Balken ist ja groß genug. Ich hoffe, ich verreck daran nicht. Das wäre sehr lame. Wenn ich daran nur verrecken würde. Wow, das war knapp. Der ist auch so schnell jetzt, ne? Der Ball. Das ist ja unfassbar. Fail. Das war kein Fail. Scheiße. Ich meine, schön. Ja. Na komm, den einen kriegst du auch noch. Ah. Mann! Komm schon! Bin ich ein kleiner Stein oder was? Was geht? Oh, wie zur Hölle habe ich den Ball jetzt eben gefangen? Wie ging das denn gerade? Aber gut. Oh, eine Alter, was hat die denn für Augen? Alter, die Augen. Zieh doch mal die Augen rein. Oh. Jetzt ist die Schnecke auf ein Auge blind. Naja. Soll vorkommen. Ih, der kann. Der hat gar kein Auge mehr jetzt. Ih, bah. Naja. Ein angeknabbertes Haus hat sie jetzt auch noch. Na, die Schnecke kann einem ja leid tun. Ja, es gibt ja auch Mietwohnungen, weißt du, da kann die Schnecke kann auch eine Schnecke einziehen, wenn sie kein Haus mehr hat. So. Bäm.
Bam, bam. Alter. Wie gedamaged das Haus jetzt ist und die Schnecke vor allem auch. Die hat gar keinen Körper mehr. Nein! Na gut. Ups, Entschuldigung. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt, abonnieren und ja, Kommentare könnt ihr auch da lassen und ich würde mal sagen, bis dann. Leute, es ist am Rändern, Leute. Es ist am Rändern. Ah! Es ist am Rändern. Guck mal, wie kacke das ist. Guck mal, wie das aussieht. Ja, alles so. Ah! Das ist alles so, Alter, das ist so alles so viel. Das ist geschnitten und geschnibbelt und was nicht alles, Alter. Ich hab. Guck mal, 18:44 Uhr. Und das hat so lange gedauert. Aber ich bin fertig. Ich bin fertig, es rennt. Alter, ich bin so durch, ey. Ich bin so durch, Leute. Ich bin so durch. Ich bin so durch, ey. Nö. Das mache ich nicht. Ich hol mir jetzt ganz gepflegt ein Bier. Um das zu feiern. Das ist mir sowas von egal. Ich hole mir jetzt ein Bier. Das ist mir so egal, Leute. So was von egal ist mir das. Easy. Alter, seht ihr die Nase gerade? Das sieht ja aus. Moment. Alter, die Blase. Das sieht ja strange aus. Oh, kaputt gegangen. Na gut. Ja, das war die. Ja, ich sag mal. Ja, das war jetzt die Super DX Ball Challenge und eine Bearbeitungs-Challenge für mich, weil, Alter, so viel bearbeiten musste ich, Alter. Die ganzen Zahlen und Nummern und was nicht alles. Es ist unfassbar, wie ich das durchgehalten habe. Alter, es ist. Ja, 18:46 Uhr. Wow. Ja, also. Ich will jetzt mal sagen, Prost. Oh, das hat mir verdient, du. Das hat mir verdient. Von 13 Uhr bis 18 Uhr, von fast 19 Uhr. Oh, Entschuldigung. Ach, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, Alter, fast 6 Stunden. Fast 6 Stunden. Meine Fresse. Habe ich doch recht gehabt bei meinem Video. Alter. Gut. Also soll es auch erstmal gewesen sein. Ich bin fertig.
Ich fall hier gleich auf den Boden, ey. Alter. Oh.